ziehen Sie sich mal wieder an. Tja, Webel, Sie haben was an der Lunge, kein Zweifel. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Mhm. Da müsste ich ja noch dankbar sein für die 33 Monate Kur in Ihrer Festung. Danke für die Bücher. Ich brauche noch dringend Darwins Entstehung der Arten. Steht rechts im Regal, zweite Reihe von unten. Aber jetzt packst du den Geburtstagskuchen ein. Die Blümchen sind von Frieda. Ja. August, gratuliere zur Wiederwahl. Danke. Fast die Hälfte mehr Stimmen als das letzte Mal. Gut, gut. Na? Wie fühlt man sich, wenn man entlassen ist? Wie fühle ich mich wohl, wenn ich dich hier zurücklasse? Das erste Mal draußen ohne dich. Du kannst doch lachen. Ja, über dich. Weil du dir 9 Monate zusätzlich eingehandelt hast wegen Majestätsbeleidigung. Und wenn du draußen bist, bin ich vielleicht schon wieder drin. Wilhelm, einer muss jedenfalls draußen sein. Unsere Genossen und viele Lassalianer drängen auf Vereinigung. Wir bleiben bei unserem Grundsatz. Gemeinsame Aktionen, ja. Aber Grundlage einer organisatorischen Verschmelzung kann nur das Programm der Internationale sein. Ich tue, was ich kann. Das wird Ihnen nicht leicht fallen. Die politischen Verfolgungen werden Sie schon vorantreiben. Jedenfalls keine Kompromisse. August, du kannst dich auf mich verlassen. Was soll ich dem Liebknecht sagen? Weiß er denn das? Keinen Namen, hören Sie? Bringen Sie mich in meine Zelle zurück. Aus der Zeitung habe ich es erfahren. Niemand hat mich befragt. Aus allen Wolken bin ich gefallen über diesen Kompromiss der Kompromisse. La Salle in jedem Absatz. Ein Sammelsurium von Irrtümern. Und was hat er mir, Wilhelm, versprochen? Ich kann mir schon denken, warum er sich nicht zu melden wagt. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, was es heißt, gerade jetzt von allem abgeschnitten zu sein? Bringen Sie mich in meine Zelle. Lieber Engels, was sagen Sie nur zu diesem Entwurf? Ich werde mich unverzüglich an einen Gegenentwurf machen. Bist du von Braunschweig nach Zwickau? Ich hatte so eine Ahnung, dass dich der Bismarck zu seinem 60. nicht vergisst. Du, das wird gefeiert! Bismarcks 60. Also, heute alles, komm! Ich bin da völlig deiner Meinung. Liebknecht und Geib haben sich von den... Na, jedenfalls haben sie sich von denen ganz schön über den Löffel barbieren lassen. Dieses Wischiwaschi-Programm.
Sehr zum Wohl, meine Herren. Danke. Danke. Als ich diesen Entwurf las, ich sage dir, mir war zumute, du. Ja. Ich habe mich natürlich sofort an einen Gegenentwurf gemacht. Das habe ich gehofft. Denn aus diesem Sumpf findet man nur heraus, wenn man ihn ganz verlässt. Wenn es nur nicht schon zu spät ist. Meine Herrschaften, die Ankunft in Gotha erfolgt 2:30, also in einer Viertelstunde. Komm, vielleicht ist das schon... August, ich bitte dich. Komm jetzt nicht wieder mit deinem Gegenentwurf. Du stehst allein damit. Zumindest Bracke teilt meine Ansicht. Bracke ist krank. Kann nicht teilnehmen. Mir ist nicht zu erreichen, begreift das doch. Und in den Hauptfragen sind wir uns ja einig. Und die taktischen Zugeständnisse, die werden wir im Tageskampf überwinden. Man macht doch kein Programm, um es jeden Tag zu überwinden. Wie oft soll ich euch noch sagen, ich bin nicht gegen die Vereinigung. Nur gegen eure Kompromisse. Und wenn es keine Vereinigung gibt, wie der Feind triumphiert. Welcher Rückschlag für uns. Du hast es doch inzwischen selbst erlebt. Die große Begeisterung der Genossen, der Eisenacher wie der Lassalianer. Ihre Zuversicht, ihre großen Erwartungen. Ja, nur Gefühle sind das eine und theoretische Klarheit das andere. Dann muss ich dir zur Klarheit das sagen, was du mir einmal entgegengehalten hast. Tatsachen sind Tatsachen. Man muss sie akzeptieren und das Beste daraus machen, ja. Aber auf dem Kongress solltest du das Programm in aller Offenheit als Provisorium bezeichnen. Natürlich. In einigen Punkten werden wir es entsprechend den Vorschlägen von Marx und Engels noch abändern. Auf alle Fälle unser Bekenntnis zur Internationale bringen wir durch. Ich erteile dem ersten Vorsitzenden, dem Genossen Hasenclever, das Schlusswort. Genossen, die Vereinigung ist vollzogen. Die Spaltung der deutschen Arbeiterklasse vorbei. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands ist gegründet. Die Arbeiter aller Kulturstaaten, sie leben! Wenn man den Text unserer Arbeitermarseillaise nicht kennt. Wir haben unseren. Es gibt aber nur noch einen. Mich hat Lassalle nicht hierher geführt. Ja, und mich nicht Marx. Aber jetzt gehen wir zusammen. Sagen Sie, Tessendorf, träumen Sie manchmal? Träumen, Exzellenz? Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Aber jeder Mensch träumt. Zuweilen manchmal, Exzellenz. Manchmal. Sehen Sie, ich träume des Öfteren. Hoffentlich angenehm, Exzellenz. Heute Nacht träumte ich, ich stand in meinem Weinkeller. Vor einem riesigen Fass mit Rotwein. Oh, das ist doch sehr erfreulich. Aber das Fass hatte ein Loch. Oh. Kaum habe ich das Loch verstopft, schießt der Wein aus einem anderen Loch hervor. Das ist wirklich ein Albtraum, Exzellenz. Den Sie mir deuten werden. Jawohl, Exzellenz. Also ein Fass mit vielen Löchern. Wenn die Bemerkung erlaubt ist, Exzellenz, wir verstopfen die Löcher immer erfolgreicher. Mhm.
Sehen Sie, Herr Staatsanwalt, was ist das wohl? Hektografierte Strafanträge mit Ihrer Exzellenz Blanco-Unterschrift? Ja, damit Sie die Löcher noch schneller verstopfen können. Wer meine Politik kritisiert, der beleidigt meine Person. Gegen den richte ich in persona Strafantrag Blanco. Sie brauchen dann nur noch die Namen der Herrschaften einzutragen. Was sagst du dazu? Mama, gibt's noch Raubritter? Haha, heute gibt's doch keine Raubritter mehr. Doch, doch, ist mal noch hier. Die gibt's, Karlchen, klar. Der erste ist zum Beispiel unser Hauswirt. Ach, ihr seid's. Kommt rein. Manfred, wir sind voll zu früh, Frau Gumbert. Nee, nee, wir sind ein bisschen spät dran. Ich will ja nie nachher drüber. Schlaf, schön, bitte. Ja? Ja. Geht so schön schlafen. Nehmt den Zwischenplatz. Ja, danke. Los, Kinder, ab ins Bett. Hey, das gilt auch für dich. Onkel Bebe ist ja nicht da, du kannst in seinem Bett schlafen. Komm. Genossen, hinter dieser Schrift ist der Staatsanwalt Tessendorf her wie der Teufel hinter der armen Seele. Was steht denn da drin? Das ist Bebels Bericht über die Tätigkeit der Partei im Reichstag. Na, die ist doch aber legal. Ja, aber da steht so einiges drin. Bismarck fühlt sich persönlich beleidigt. Er hat Strafantrag gegen Bebel gestellt. Bismarck-Beleidigung. Und dieses Exemplar hier haben wir in der Druckerei vor der Beschlagnahme retten können. Das muss schnellstens vom Tisch. Wir müssen sie verteilen, damit die Genossen mit der Schrift arbeiten können. Ich habe mir gedacht, dass jeder von euch so etwa mal... Polizei. Verdammt. Lass ein! Erstmal abschließen. Notfalls brechen wir die Tür auf. Hey, was soll denn das? Oh, die hohe Staatsgewalt persönlich. Wir haben Durchsuchungsbefehl. Wegen verbotener Schriften. Ach. Da haben wir ja zeitig Feierabend heute. Wem liefern Sie das eigentlich ab? Geht direkt an Herrn Staatsanwalt Tessendorf. Und wann? Heute natürlich. Ach so, das ist natürlich schade. Was dachten Sie denn? Hätte ja vielleicht sein können, dass Sie das selbst erstmal lesen wollen. Ich? Solchen Schmutz? Das ist die Wahrheit, Herr Leutnant. Nichts als die Wahrheit. Worten weg. Ich kann's auch auswendig. Der Kanzler hält die Gefahr eines großen Krieges dem erschreckten Volk wie ein Gespenst vor Augen. Ständig. Und so glaubt das Volk inzwischen, der ganze Zweck des Staates sei nur der, die größten Kanonen und schnellsten Gewehre zu besitzen. Je größer die Heere, je häufiger die Kriege. Mann, machen Sie sich doch nicht unglücklich. Kriegsveteran? Abmarsch! Siehste, Karlchen, ihr habt doch noch Raubritter. Tja, Karlchen, und dein Papa ist der Räuberhauptmann. Räuberhauptmann. Der Räuberhauptmann bin ich. Bezichtigt der Angeklagte also den Herrn Reichskanzler der persönlichen Bereicherung im Amt. Ferner beschuldigt der Angeklagte den Herrn Reichskanzler, ich zitiere, Fürst Bismarck hat auf Veranlassung des Herrn Bankiers Bleichröder die Gründung der Bodenkreditgesellschaft bewirkt und ist dafür von Herrn Bleichröder mit Zeichnung von 1 Million beteiligt worden. Ferner, Zitat, die Annexion von Elsass-Lothringen ist der größte Fehler, den der geniale Kanzler, beachten Sie die heimtückische Ironie,
meine Herren, gemacht hat. Und in der Politik ist bekanntlich ein Fehler schlimmer als ein Verbrechen. Mit dieser infamen Bemerkung bezeichnet der Angeklagte den Fürsten Bismarck also direkt als Verbrecher. Schließlich bezichtigt der Angeklagte den Herrn Reichskanzler des Volksbetrugs. Er behauptet, der Kanzler male das drohende Gespenst eines Krieges an die Wand, um die Aufrüstung zu rechtfertigen. Zitat: Ein Volk, das wie hypnotisiert nach außen starrt, als ob plötzlich ein Feind es überfallen wolle, interessiert sich nicht für die Dinge im Innern. Ein solches Volk kritisiert nicht, das ist froh, wenn alles so bleibt, wie es ist. Es begreift nicht, dass die Kriegsgefahr in demselben Maße wächst wie die Rüstung. Der Angeklagte hat den Herrn Reichskanzler also öffentlich des Amtsmissbrauchs, der Korruption, ja sogar politischer Verbrechen beschuldigt. Ich fordere deshalb eine Strafe von 1 Jahr Gefängnis. Hier, Fabrikware. Besser als unsere und um die Hälfte billiger. Ich lebe im Kapitalismus, denke für den Sozialismus und produziere wie im Mittelalter. Den geschäftlichen Ruin vor Augen. Wir müssen den Handbetrieb aufgeben. Dafür brauchen wir Dampfkraft, neue Maschinen und einen großen Kredit. Und morgen muss ich ins Gefängnis zurück. Ja, du hilfst allen, nur dir selbst kannst du nicht helfen. Ein Drechsler, der vielleicht nie wieder ein Stück Holz in die Hand nimmt. Mach Schluss! Für ein Dreivierteljahr müsst ihr eben ohne mich auskommen. Und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot. Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Wir bringen ihn weg. Komm ja mal mit. Was ist mit dem Mann? Er wird es überleben, aber mit der Arbeit ist es natürlich vorbei. Und seine Frau ist krank. Da sind die 7 Kinder nun nicht besser dran als Waisen. Aber es war doch ein Unfall während der Arbeit und nicht eine Ungeschicklichkeit irgendwann. Es gibt da kein Recht. Es muss anders werden. Schreib er das auf. Und auch seine Vorschläge. Gewiss, euer Durchlaucht. Das mache ich gern. 3000 Morgen Land, dazu sägewerke Papiermühle. Ich möchte, dass Sie den Kauf für mich tätigen.
Gestatten, Exzellenz, ein offenes Wort. Ja, bitte. Grundbesitz wird allmählich unrentabel. Aktien dagegen erbringen 3 bis 4 Mal so viel Profit. Aktien, anonymes Papier, Land dagegen, Land. Mein Grundbesitz, sehen Sie, ist gut seine 5 bis 6 Millionen wert. Trotzdem, jedes Mal, wenn ich die Grenzen eines meiner Güter erreiche, verspüre ich eine Art Heißhunger nach Annexion. Exzellenz, denken noch immer wie ein Gutsbesitzer. Diese Denkweise ist nicht mehr zeitgemäß. Haben Sie jemals einen Baum gepflanzt? Nein. Sehen Sie, wo werden Sie dann Schatten haben, um im Alter darunter zu sitzen? Auch Kapital wächst, wie Ihre Bäume. Und in diesem Schatten werde ich vortrefflich ausruhen. Was soll denn das? Wieso bringt ihr denn das Holz zurück? Roland, wieso kommt mein Grubenholz zurück? Die Bergwerke ziehen russische Hölzer vor, mein Fürst, die sind billiger. Tja. Ich komme nicht darüber hinweg. Bestes Grubenholz. Otterchen, langweile doch unseren Gast nicht mit diesem Ärgernis. Oh nein, Fürstin, ich verstehe den Fürsten durchaus. Über das Eindringen billiger ausländischer Produkte wird allgemein geklagt. Russisches Holz, amerikanisches Getreide, englische Industrieprodukte. Wir werden dem bald einen Riegel vorschieben. Also Schutzzölle gegen die ausländische Konkurrenz. Ja. Ja. Agrarier und Industrielle fordern es. Und die sind des Fürsten politische Stütze. Schutzzölle verringern zwar die Konkurrenz, aber das führt im Inland zum Preismonopol, zur Preissteigerung. Und Preissteigerungen bekommen keine Regierung. Das muss ich in Kauf nehmen. Naja, du hast ja die Liberalen hinter dir, Ottochen. Trotzdem, Exzellenz, als Grundbesitzer verstehe ich Sie, ja. Als Bankier muss ich aber an die exportierende Industrie denken. Herr von Bennigsen, legen wir doch die Karten auf den Tisch. Wenn mich die Liberalen auch hierin stürzen, bin ich bereit, größere Zugeständnisse zu machen. Ich könnte mir eine Zusammenarbeit mit einem Minister von Bennigsen sehr erschließlich vorstellen. Exzellenz, kennen unsere Forderungen. Mindestens 4 Minister. Und statt der Alleinverantwortlichkeit des Kanzlers ein Ministerkollegium. Und vor allem mehr Rechte für das Parlament. Wenn ich hinzufügen darf, das entspricht unseren Auffassungen von einem Rechtsstaat. Während Sie, Herr Abgeordneter Lasker, unseren Staat für einen Polizeistaat halten. Solange Adel und Militär Privilegien besitzen. Ja, ich kenne Ihre Theorien zur Genüge, Herr Lasker. Aber solange in der Politik das römische Prinzip gilt, do ut des. Das nichts weiter bedeutet, Exzellenz, als dass Sie uns so viel geben müssen, wie wir Ihnen geben sollen. Nun, Herr Lasker, erinnern Sie sich, als Herr Bebel der Kommune zujubelte, waren Sie bereit, ihn mit einem Knüppel zu erschlagen? Ja, aber die Herren haben anscheinend vergessen, dass ich es war, der Sie vor der Massenherrschaft bewahrte. Wir haben auch Exzellenz davor bewahrt. Wir haben Exzellenz nicht nur gegen die Sozialisten gestützt. Wir haben Sie auch, Exzellenz, gegen Ihre eigenen Standesgenossen geschützt. Gegen die Konservativen, die Ultrareaktionäre, die sich von Ihnen verraten fühlten und die Exzellenz hassen wie die Pest. Sie sind nichts ohne uns, Exzellenz. Und deshalb ist das, was Sie nun fordern, zu viel. Und was Sie geben, zu wenig. Nun, ich hoffe, die Herren werden Ihren Standpunkt eines Tages bedauern. Wir danken, Exzellenz, für das freimütige Gespräch. Exzellenz. Sie fühlen sich stark, diese Liberalen. Auf den Bauch werden Sie noch gekrochen kommen.
Pass mal bitte auf. Lieber, guten Tag. Ist die Mami zu Hause? Ja. Frau Julie, guten Tag. Sie müssen sofort um Sprecherlaubnis nachsuchen. Bibel muss es unbedingt erfahren. Ein Attentat auf den Kaiser. Die Regierung behauptet, der Attentäter gehöre zu unserer Partei. Ein gewisser Hödel aus Leipzig. Er wurde schon längst aus der Partei ausgeschlossen. Der Ausschluss auch bekannt gegeben. Aber mit solchen Kleinigkeiten hält sich Bismarck nicht auf. Einen besseren Grund, uns an die Wand zu drücken, findet er nie. Ist der Kaiser tot? Nein, nein, unverletzt. Ist ja wohl auch bedeutungslos. Bismarck soll schon ein Ausnahmegesetz gegen uns vorbereiten. August soll nächste Woche entlassen werden. Damit kommen wir zur Abstimmung über das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Ich bitte um Zustimmung. Gegenstimmen? Somit hat der Reichstag das Ausnahmegesetz der Regierung mit großer Mehrheit abgelehnt. Exzellenz! Ja, lieber Bucher? Ein erneutes Attentat auf seine Majestät. Es soll wieder ein Sozialdemokrat sein. Ein Dr. Nobiling. Jetzt drücke ich Sie an die Wand, bis Sie quietschen. Geschieht den Sozialisten recht. Ich rede von den Liberalen. Die Sozialisten will ich vernichten, aber... Die Liberalen für ihren Verrat strafen. Beim ersten Ausnahmegesetz haben sie mich im Stich gelassen. Jetzt sollen sie Farbe bekennen. Das ist aus mit ihrem liberalen Geschwätz von Freiheit und Humanität. Damit hätten Exzellenz die Liberalen wieder fest an ihre Seite gefesselt. Ein genialer Schachzug, Exzellenz. Politik ist ein Schachspiel, lieber Bucher. Und jetzt bin ich am Zuge. Was ist mit Majestät? Diesmal schwer verletzt durch Schrot. Grauenhaft. Lieber Herr Geheimrat, Sie werden ein neues Ausnahmegesetz vorbereiten. Jawohl, Exzellenz. Das beide trifft. Sozialisten und Liberale. Ich verstehe schon. Und ich löse den Reichstag auf. Der Attentäter Nobiling ist tot. Sein Tod kam für die Regierung gerade im rechten Augenblick. Nun werden wir die Wahrheit über das Attentat nie mehr erfahren. Und die Regierung kann uns weiterhin als Verbrecher behandeln. Das war ja nicht immer so, meine Herren. Derselbe Staatsmann, der uns heute als Umstürzler schlimmster Sorte denunziert, derselbe Herr von Bismarck hat sich einst, wie er selbst zugab, nicht im geringsten vor der Arbeiterbewegung gefürchtet. Im Gegenteil, er hatte damals die besten Beziehungen zu Lassalle, um sich mit der Arbeiterbewegung zu verbünden. Gegen Sie, meine Herren Liberalen. Denn Herr von Bismarck kennt keine politischen Prinzipien. Er kennt nur eins. Die Verewigung seiner persönlichen Macht. Herr Präsident, ich bitte ums Wort. Stattgegeben, bitte, Herr Reichskanzler. Meine Herren, muss einen Irrtum des Herrn Abgeordneten Bebel berichtigen. Nur wer mich nicht kennt, kann mir Hass gegen die Arbeiterschaft vorwerfen. Und natürlich habe ich seinerzeit manch freundschaftliches Gespräch mit Herrn Lassalle geführt.
Herr Lassalle war allerdings auch ein ehrenwerter Mann. Was man von seinen Nachfolgern gewiss nicht behaupten kann. Einen Herrn Bebel trennt ein Abgrund von Herrn Lassalle. Das habe ich noch rechtzeitig begriffen. Als Herr Bebel damals die Pariser Kommune sein Vorbild nannte und sich offen zum Evangelium dieser Mörder und Mordbrenner bekannte, da begriff ich, unser wirklicher Feind, das sind die Sozialisten. Und ich begriff weiter, das wusste der auch schon. Gegen den Sozialismus befindet sich unser Staat, unsere Gesellschaft in einem Zustand der Notwehr. Der Notwehr gegen Nobelings Schrotflinte, der Notwehr gegen das nihilistische Messer. Und deshalb, meine Herren, muss diese Partei verboten werden. Das wäre unser aller Schicksal bald besiegelt, nämlich unter der Tyrannei einer Gesellschaft von Banditen leben zu müssen. Wie man im Mittelalter religiös Andersgläubige, Juden, Protestanten verfolgte, so setzt man heute einen politischen Hetzkrieg gegen politisch Andersdenkende in Szene. Wo, meine Herren, ist denn da noch die Grenze? Das frage ich vor allem die Herren Nationalliberalen. Wo ist die Grenze für Herrn von Bismarck bei der Verfolgung politisch Andersdenkender? Gelingen Herrn von Bismarcks Pläne, dann ist die Volksvertretung nur noch eine Null. Und das deutsche Volk zu nichts anderem da, als erstens Soldat zu werden, zweitens Steuern zu zahlen und drittens den Mund zu halten. Meine Herren, so bedenklich. Tja, wo ist die Grenze für Bismarck? Aber lieber Lasker, hat dieser Bebel Sie auch schon infiziert? Das ist nicht nur Bebels Frage. Bitte, meine Herren. Bismarcks Pfeil zielt auf die Sozialdemokratie. Wie aber, wenn er über das Ziel hinausfliegt? Genossen, im Namen des Parteivorstandes begrüße ich Vertreter unserer Reichstagsfraktion. Die erste Lesung im Reichstag über das Ausnahmegesetz ist vorbei. Danach zweifelt wohl keiner daran, dass Bismarck seine Mehrheit bekommt. Wir haben uns in größerem Kreise über Maßnahmen verständigt und nach reiflicher Überlegung beschlossen, den Vorstand der Partei aufzulösen. Noch bevor das Ausnahmegesetz in Kraft tritt. Wieso auflösen? Ja, und warum vorher? Damit nicht die beschämende Situation entsteht, dass uns die Polizei auflöst. Einzig beschämend wäre die Selbstauflösung der Partei. Nicht nur beschämend, sondern unklug, kurzsichtig und dumm. Nein, logisch. In unserem Programm heißt es, wir kämpfen mit gesetzlichen Mitteln. Jetzt ernten wir die faulen Früchte dieses Programms. Wir haben mit gesetzlichen Mitteln gekämpft. Und werden für ungesetzlich erklärt. Aber wenn wir für ungesetzlich erklärt sind, ist unserem Programm die Grundlage entzogen. Da bleibt uns doch nur die Selbstauflösung. Ich erkenne den Beschluss nicht an. Wilhelm, es ist ein Mehrheitsbeschluss des Vorstandes. Dem du dich widerstandslos unterworfen hast. Aber nicht ich. Wir bieten im Reichstag unsere ganze Kraft auf, Bismarcks Politik zu entlarven, und der Vorstand kapituliert. Bismarck will die Partei fesseln. Ihr schlagt ihr den Kopf ab. Die Partei muss weiterleben. Dazu muss sie organisiert sein. Sie muss geführt werden. Und von wem? Wenn ihr den Vorstand auflöst, wie halten wir Verbindung zu den Ortsvereinen? Sichern den Zusammenhalt aller Genossen. Verbreiten unsere Schriften. Und dieser schwere Kampf muss darauf finanziert werden. Und das unter zentraler Kontrolle.
Du als unser langjähriger Finanzminister weißt das doch besser als wir alle. Nun, dann muss ich euch noch etwas sagen. Ich werde mein Amt niederlegen. Wegen der Meinungsverschiedenheiten im Vorstand. Das Herz will nicht mehr mitmachen. Und die Arbeit wird ja in Zukunft nicht leichter. Und deshalb willst du die Flinte ins Korn werfen? Er ist schwer herzkrank, er kann's nicht weitermachen, versteht ihr das nicht? Du bleibst bei deinem Entschluss. Ja. Dann werde ich Geibs Amt übernehmen. Aber Selbstauflösung kommt nicht in Frage. Und wie stellst du dir das praktisch vor? Du wohnst in Leipzig, arbeitest als Abgeordneter in Berlin und machst Vorstandsarbeit in Hamburg? Dann muss eben Leipzig das Zentrum werden. Ja. Auflösung des Hamburger Vorstands und Verlegung der Zentrale nach Leipzig. Und zwar mit Bebel, Liebknecht und Hasenkleber. Einverstanden. Einverstanden. So können wir wenigstens das Parteivermögen retten, das in den Verlagen steckt. Und damit die Existenz vieler Genossen sichern. Und ein Taler und zwei Groschen. Trag's ein. 1003 Mark. Und 20 Pfennige. Und 20 Pfennige. Und mit dieser mageren Kasse gehen wir in den Kampf. Gegen einen Feind, der eine Armee von Polizisten besitzt. Nach dem ersten Attentat haben wir einem Ausnahmegesetz nicht zugestimmt. Das war ein Fehler. Die Nationalliberale Partei hat bei der Wahl dafür die Quittung bekommen und 100.000 Stimmen verloren. Wir werden diesen Fehler nicht wiederholen. Wir stimmen dem Ausnahmegesetz zu. Ich kann der Meinung meines Parteivorsitzenden leider nicht zustimmen. Für einen Liberalen wie mich bleibt dieses Ausnahmegesetz eine juristische und politische Ungeheuerlichkeit. Lasker geht endgültig auf Linkskurs. Ich nenne es deshalb ungeheuerlich, weil es statt Handlungen Gesinnung bestraft und weil es mit Gewalt Ideen bekämpft, die in ihrem Kern durchaus berechtigt sind. Nein, meine Herren, ein Produkt des Sozialismus waren die Attentäter nicht. Ich müsste also gegen das Ausnahmegesetz stimmen. Das kommt eine elegante Wendung. Aber auch in der Politik gelten die Gesetze des Seelenlebens. Seelenleben. Daher beuge ich mich vor der mehrheitlichen Meinung meiner Parteifreunde und stimme dem Ausnahmegesetz zu. Ich möchte dem Herrn Abgeordneten Lasker seine Skrupel nehmen. Ihnen sowie dem linken Flügel der Liberalen wünsche ich nur, dass Sie nicht eines Tages in die Verlegenheit kommen, von der Regierung noch schärfere Gesetze zu fordern. Denn wie wollen Sie einen in voller Fahrt heranbrausenden Eisenbahnzug zum Halten bringen? Hinter den ehrlichen Liberalen Ihres Schlages stehen doch schon die Propheten der Barrikade. Hinter Ihnen, Herr Lasker, steht doch schon wartend die Flinte in der Hand, Herr Bebel. Denn das, meine Herren, ist das Gesetz der Geschichte, dass die gemäßigten Kräfte immer den radikalen Kräften weichen müssen. Deshalb stimmen wir Konservativen vorbehaltlos, Herr Lasker, dem Ausnahmegesetz zu. Der Herr Reichskanzler hat das gegen uns gerichtete Ausnahmegesetz mit den Attentaten auf den Monarchen begründet. Wir sind gegen Monarchie. Wir haben auch nicht vergessen, dass dieser Monarch es war, der 1848 die revolutionären Berliner niederkartätschen ließ. Trotzdem
sind wir grundsätzlich wie gegen alle Attentate, auch gegen dieses Attentat auf einen alten Mann, der längst jenseits des Hasses steht. Der Regierung allerdings scheinen diese Attentate sehr gelegen gekommen zu sein. Herr Abgeordneter Bebel, sollten Sie einmal den Wunsch hegen, sich beim Mittagessen mit mir zu unterhalten, dann würde ich gerne etwas von Ihren wirklichen Vorstellungen von einem Zukunftsstaat kennenlernen. Herr Reichskanzler, ich zitiere Sie. Ich bin nicht Lassalle. Exzellenz? Peng! Bei solchen Elenden, Exzellenz, ist es doch schade um jedes Wort. Mein lieber Graf, ein vollkommener Herrscher muss fähig sein, einen Mann, mit dem er noch zu Mittag gespeist hat, am Abend aufhängen zu lassen. Wenn also die gewalthabenden Klassen die Arbeiter zum Kampf provozieren und die Verzweiflung die Arbeiter auf die Barrikaden treibt, erwartet dann nicht, dass wir uns zurückhalten werden. Meine Herren, begreifen Sie endlich, die Zeit des parlamentarischen Schwätzens ist vorüber. Die Zeit der Taten beginnt. Was redet der Hasselmann für ein Zeug? Der Mann ist verrückt. Bismarck wartet doch bloß darauf, uns im Blut zu ersticken. Unbegreiflich. Wer für uns Kugeln gießt und Bajonette schleift, dem antworten wir mit Fürst Bismarcks Worten. Wenn wir in einer solchen Weise unter der Tyrannei einer Gesellschaft von Banditen leben müssen. Dann werden auch wir Bajonette und Dolche schleifen. Die Sozialistische Arbeiterpartei ist doch keine Partei des willkürlichen Aufruhrs. Wenn der Abgeordnete Hasselmann hier so etwas äußert, ist das nur der Ausdruck seiner Erregung. Sie, Herr Reichskanzler, haben Ihre Geheimräte. Wir haben unseren Genossen Marx. Unsere Partei gründet sich auf seine Lehre. Sie lehnt anarchistische Abenteuer und Attentate als Mittel des politischen Kampfes ab. Und deshalb ist Ihr Ausnahmegesetz, Herr Reichskanzler, nur der scheinheilige Versuch. Nur der scheinheilige Versuch. Ich will Ihnen was sagen, meine Herren. Wir pfeifen auf das ganze Gesetz. Abgeordnete Bebel hat nochmals das Wort. Diese Regierung mag tun, was sie will. Sie kann uns doch nicht ernsthaft an den Kragen. Die Arbeiter werden, und dessen seien sie sicher, mit äußerster Zähigkeit für ihre Überzeugung eintreten. Glauben Sie nicht, Sie könnten den Sozialismus mit Gewalt tot machen. Die Sozialdemokratie besitzt hohe, der Menschheit würdige Ideale. Und das ist es, was ihr den ungeheuren Anhang unter den Massen verschafft. Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Das Ausnahmegesetz ist mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen. Damit sind die Sitzungen des Reichstags geschlossen. Seine Majestät, unser geliebter Kaiser, er lebe! Heil dir, Himmel!
Und wir werden alles aufbieten, um dieses Schandgesetz zu durchkreuzen. Aufgrund des über Berlin verhängten kleinen Belagerungszustandes wird ausgewiesen Fritz Gumpert. Sie haben die Stadt binnen 12 Stunden zu verlassen. Unterschreiben Sie. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich hingehen soll? Zur Kur nach Davos. Der Mond ist auch noch unbewohnt. Dieser Schweine! Diese fallgefressenen Schweine! Bleib ruhig. Was soll denn jetzt bloß werden? Na, vielleicht nimmt mich Max auf. Ach, mein Bruder hat selber kaum was zu beißen. Komm, geht spielen. Schneit schon. Du hast nicht mal Winterstiefel. Vielleicht, dass es für ein paar feste Schuhe reicht. Weißt du, was der August mal gesagt hat? Du hast doch wohl jetzt andere Sorgen, als was der Baby mal gesagt hat. Als er von Hubertusburg sprach und dass er dort seine kaputte Lunge auskuriert hat, da sagte er, ich habe wieder mal wie so oft in meinem Leben Schwein gehabt. Was mein Verderben sein konnte, schlug zum Guten aus. Scheinst du ja viel Gutes zu erwarten. Versteh doch mal. Sie weisen uns aus, verstreuen uns übers ganze Land. Wie der Wind den Samen. Die Saat geht auf. Im letzten Winkel noch. Karlchen! Papa braucht doch feste Schuhe. Observiert Bebelbesuch in Raucherclub Kuba-Rippe. Getarnte Versammlung der örtlichen Sozialdemokratie. Guten Abend, Genosse Bebel. August. Willkommen. Fritz, ich habe einen Brief von deiner Frau mit. Nachher. Gut, ja. Ja, Genossen, fangen wir an. Lamprecht fehlt noch. Lamprecht kommt nicht mehr. Er sagt, wenn er weiterkommt, fliegt er auf die Straße. Dann erteile ich Genossen Bebel das Wort. Genossen, ihr bekommt jetzt nicht etwa eine Rede zu hören. Wir wollen uns unterhalten. Keine der in Deutschland existierenden Parteien hat jemals einen solchen Schlag zu überwinden gehabt. Also? Gleich nach dem Verbot unserer Partei gab es allerhand Verwirrung unter den Genossen. Im Parteivorstand nicht weniger. Aber du sagtest, es gab. Na und jetzt? Tja. Na nun sagt doch mal eure Meinung. Ich sage immer, Hauptsache wir halten zusammen. Draußen, da können sie uns schikanieren. Aber dass wir hier zusammen sind, das können sie uns nicht nehmen. Die Partei, das ist für mich meine Heimat. Das sind doch fromme Reden. Sind das? Na hör doch mal. Wie eure Reden im Reichstag. Hilft uns einen Trick, Genosse Bebel, das ganze Gerede. August, du musst den Mann verstehen. Ausgewiesen wie ich, Frau und Kinder zurückgelassen. Wir finden keine Arbeit mehr. Es geht darum, dass die Partei endlich was tun muss. Was tun? Der Genosse Hasselmann, der hat mir aus dem Herzen gesprochen. Die Banditen in der Luft sprengen. Alle, wie sie da sind. Ja, glaubst du denn, Genosse, ich hätte Eis in den Adern? Empfände keinen Hass? Glaubst du, ich wünschte mir nicht endlich die Revolution herbei, um die Unterdrücker hinwegzufegen? Glaubst du das? Sie gehen da hinten die Treppe hoch. Und Sie,
Nehmen den Haupteingang. Jawohl. Nicht auf die Barrikaden jetzt, sondern kaltes Blut bewahren. Das ist die Forderung der Stunde. Unsere gegenwärtige Taktik heißt, alle legalen Möglichkeiten für den illegalen Kampf nutzen. Gleich wie. Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, einen zentralen Hilfsfonds für die verfolgten Genossen zu schaffen. Dann erhältst auch du eine finanzielle Unterstützung. Das ist eine nicht genehmigte Versammlung. Ich löse sie auf. Versammlung? Das ist hier der Raucherclub Kuba-Rippe. Und warum raucht der nicht? Also ich sehe schon, ich muss mir noch eine anstecken. Oh, bitte. Bist wohl nur Brasil gefühlt. Herr Bebel. Sie dürfen hier keine Reden halten. Reden? Ich bitte Sie, Herr Durhaupt. Wir rezitieren gerade Gedichte. Sie haben mich unterbrochen. Aber zuhören kostet nichts. Ihr könnt das Wort verbieten. Ihr tötet nicht den Geist, der über eurer Lüge ein kühner Adler kreist. Noch ist in euren Händen die rohe, dumpfe Macht, die jeden freien Wortes in Hochmutsdünkel lacht. Noch könnt ihr es verbieten, das Wort, doch schon sein Geist, hoch über eurer Lüge... Schluss! 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 Aufhören! Ein freier Adler kreist. Die Versammlung ist aufgelöst. Soll ich die Namen notieren? Die kennen wir doch alle. Die Partei existiert organisatorisch nicht mehr. Gemäß Ihrer Weisung, Exzellenz, ist über Berlin der kleine Belagerungszustand verhängt. 67 führende Sozialisten wurden ausgewiesen. Alle Gewerkschaften aufgelöst, 40 Parteizeitungen verboten. Auflösung. Verbote. Wie kommt es dann, dass die Partei weiter existiert? Exzellenz, selbst die lokalen Parteiorganisationen sind aufgelöst. Der Berliner Polizeichef berichtet anders. Was die Organisation anbelangt, so werden hier täglich in Privatwohnungen, Werkstätten, Lokalen, auf Spaziergängen Zusammenkünfte von 6 bis 7 Personen abgehalten. Auch beteiligen sich die Sozialisten eifrig am kommunalen Leben. Sie drängen sich in Vereine und Versammlungen Andersgesinnter, bilden Lesezirkel, Gesangsvereine, arrangieren Tanzkränzchen. Tanzkränzchen! Wir werden auch das bald in der Hand haben. Zuverlässig, Exzellenz. Diese Leute passen sich an, warten ab, vermeiden unüberlegte Schritte. Wissen Sie nach Tessendorf, wie ich vor Jahren in Preußen die katholischen Bischöfe einsperren ließ? Und hunderte von Priestern. Hatte ich damit die Macht des Klerus gebrochen? Ich musste mich schließlich mit ihm versöhnen. Eine Versöhnung mit den Sozialisten, Exzellenz, das wäre unser aller Untergang. Verbote? Ausweisung? Gut. Gefängnis noch besser. Aber was haben Sie den Sozialisten geistig entgegenzusetzen? Geistig, Exzellenz, man müsste... Ich denke da an die Grundwerte der sittlichen Weltordnung. Ach ja. Ich meine, Recht, Moral, Glaube, Gehorsam, Pflichterfüllung, überhaupt die klassischen preußischen Tugenden. Haben Sie das gehört, Suche? Die preußischen Tugenden. Ein positives Programm brauchen wir. Bebel verspricht den Arbeitern das Paradies und wir bieten ihnen das Gefängnis. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht. Was ich Ihnen auch nicht empfehlen würde. Ein Staatsanwalt hat sich strikt an den Buchstaben des Gesetzes zu halten. Eisern.
Eisern, jawohl. Exzellenz. Ja, mein lieber Bucher. Was haben wir den Sozialisten entgegenzusetzen? Darüber denke ich immer wieder nach. Fritz? Hat dich auch keiner gesehen. Wer will mich daran hindern, mein Kind zu sehen? Guck mal, Papa. Ich staune immer wieder. Wie machen Sie es bloß? So ein kräftiges Kerlchen. Aber schreis bloß nicht, man kann nie wissen. Ein halbes Jahr warst du noch nicht da. Hallo, kommen Sie schon raus, Herr Gumpert. Gumpert, wer illegal die Freuden des Ehelebens genießen will, darf sich nicht wundern, wenn ihm das Gesetz dabei auf die Finger klopft. Illegale Rückkehr, das wissen Sie, kostet Gefängnis. Aber er wollte doch bloß die Kleine sehen. In Wirklichkeit, Frau Gumpert, hat er doch einen Auftrag von der Partei. Das erfinden Sie doch bloß. Ich wollte nur mein Kind sehen. Meine Frau natürlich. Ja, es ist nicht meine Aufgabe, Rätsel zu lösen. Da sehen Sie, das ist für mich so ein Rätsel. Nur die Bäume und Blumen leben von der Luft. Arbeit kriegen Sie keine, Herr Gumpert. Und wovon leben Sie dann? Ich gehe in die Spinne. Ah ja. Und was verdienen Sie da so? 14,60 die Woche. Hm? 14,60 Mark. Und davon werden 2 Wohnungen, 2 Haushalte bestritten. 3 Kinder großgezogen. 4. Die Pellkartoffel macht's möglich. Ah, wir wissen doch, wer sie bezahlt. Die Partei. Was sind Sie denn so wert? Wöchentlich? 5 Mark? Oder vielleicht sogar 10? Herr Gumpert, unsere Gelder sind da wesentlich höher. 100 Mark. Monatlich. Ist uns ein Informant schon wert. Und ein Parteimensch wie Sie sogar 200. Und von unserem Kontakt und Kontrakt erfährt niemand etwas. Oder wissen Sie, wer Sie heute hier verpfiffen hat? Der Hausbesitzer, der Briefträger oder der Bäcker von nebenan? Gnädige Frau, reden Sie ihm gut zu. Es ist doch auch in Ihrem Interesse. Abführen!
Na, ihr kommt mir schon noch zur Vernunft. Ach, wissen Sie, mein Opa sagte immer, die Peitsche, die immer knallt, achten die Pferde nicht. Für heute sollte es wirklich genug sein, Ottochen. Also wollen wir die Sitzung beenden, Exzellenz. Exzellenz. Ist das Gesicht schon fertig, Lindbergh? Nein, noch nicht, mein Fürst. Exzellenz sehen heute wirklich etwas abgespannt aus. Johanna, wie ich mich fühle, das bestimme ich. Und was du wieder geraucht hast. Ich gestatte ihm täglich 3. Das sind mindestens 4. Nein! 4. Herr Lehnbach, sagen Sie selbst. Kann man mit einem Menschen leben, der alle guten Ratschläge verachtet? Ja, lesen Sie ihm doch mal die Leviten. Auf Sie hört er. Ich glaube, der Fürst hat eine eiserne Gesundheit und da kann ich mir nicht denken. So. Der eiserne Kanzler. Ich erwarte euch in einer Viertelstunde zum Tee. Seid ihr wirklich recht, meine arme Johanna? Ach, wenn ich wenigstens schlafen könnte. Lehnbach, geht Ihnen das auch so, wenn Sie im Dunkeln liegen und über alles nachdenken, dass Sie dann sich vorhalten, was für Fehler Sie gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Exzellenz Fehler machen. Ach, das merken Sie auch. Wenn alle über Sie herfallen, sogar die eigenen Bundesgenossen glauben, der Chef sei marode, die Sache wachse ihm über den Kopf. Exzellenz, werden Sie da wieder zur Raison bringen? Dann nehmen Sie zum Beispiel diesen Professor Virchow. Ist nicht imstande, meinen Kopfschmerz zu kurieren, aber wirft mir im Reichstag Alleinherrschaft vor. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Wenn Sie im Moment mal so bleiben können. Ach, das ist doch die Ursache meiner Krankheit, dass ich mich aufreibe im Kampf gegen den inneren Feind. Ein vollkommener Gesundheitsbankrott. Hier vielleicht. Kommt ihr? Ja. Vorsichtig. Das ging doch schon ganz gut. Sehr gut. Lieber Bracke, ein Mann wie du noch nicht mal 40. Geib war auch mein Jahrgang. Ich werde ihm wohl bald folgen. Das ist Unsinn. Du, nimm mich mit zu seiner Beerdigung. Nein. Warum? Aber ich bitte dich, sei doch vernünftig in deinem Zustand. Deine Frau hat recht. Werd du erstmal wieder gesund. Ich brauch dich nämlich. Wir werden den Parteikongress doch noch in diesem Jahr stattfinden lassen. Du hast ganz schön Sorgen, nicht wahr? Ja, weißt du, zuerst dachte ich, der ungeheure Druck auf unsere Partei wird sie zusammenschmieden, zu einem Guss. Und das Gussstück zeigt plötzlich Risse. Stücke brechen ab, nach rechts und nach links. Ja. Bernstein mit seinem Artikel. Die Partei sei an ihrem Unglück selber schuld. Sie sei zu radikal. Solle sich mäßigen, anpassen. Diese Opportunisten werden euch noch zugrunde richten. Und Hasselmann. Mit seinem Ruf nach einem Blutbad. Der Parteikongress muss die Fronten klären. In der Illegalität? Wir gehen ins Ausland. Vielleicht in die Schweiz.
Und bis dahin, lieber Wilhelm, musst du wieder auf den Beinen sein. Ich habe nie an den Tod gedacht, August. Immer nur, du wirst ewig leben. Vielleicht habe ich mir deshalb so viel aufgehalst. Das Geschäft meines Vaters. Den Verlag. Die Zeitung. Getreidebörse. Stadtverordneter. Reichstagsabgeordneter. Die Prozesse. Geldstrafen. Die Gefängnisjahre. Mit immer weniger Kraft und immer mehr Anstrengung. August, darf man über so etwas überhaupt reden? Du wirst sagen, Bracke, wirst du sagen. Du hattest doch einen Antrieb gehabt. Unser Ziel. Den Kommunismus. Aber eins hätte ich gern selber noch erlebt. Bismarcks Ende. In Gedanken bist du schon längst in der Schweiz. Ein illegaler Parteikongress im Ausland, wenn uns das gelingt, ohne dass die Polizei davon das Geringste erfährt. Am besten wäre, sie hielt uns für tot. Einige sind's ja auch wirklich. Kalb, Bracke. Warum sagst du das? Und beide sind 2 Jahre jünger als du. Dafür bin ich 2-mal zäher. Kalb an Herzschlag? Bracke an Blutsturz? Dagegen hast du auch kein Kraut. Ja. Und? Warum kommst du gerade jetzt damit? Warum reagierst du so heftig? Ach. Gute Nacht. Julie. Mach dir keine Sorgen um mich. Bitte, wie komme ich nach Schloss Wieden? Ja, da gehen Sie hier gerade heraus und dann über den Berg. Ich danke. Ja, viele steigen sonst die ganze Woche nicht bei dir auf. Ja, das geht schon seit gestern. In Schloss Wieden soll es eine Generalsversammlung geben. Na, da haben sich die Generale ja was Feins ausgesucht. Fahr ab. Aufstieg in die höheren Regionen fällt doch etwas schwer. Bernstein. Ach, Sie sind das! Sehr erfreut. Mein Name ist Schlüter. Aber wir sollten uns ja gar nicht namentlich zu erkennen geben. Ihr seid in der Schweiz. Wer kann den Kongress jetzt noch verhindern? Danke. Vollmer! Moment mal. Augenblick verschnaufen. Ja, ich wollte dir nur sagen, der, der eben neben dir ging, ist von den Berlinern delegiert. Wir sind aber nicht sicher, ob er für die Polizei arbeitet. Übertreibt ihr da nicht ein wenig? Ich glaube nicht. Erst die plötzliche Verschiebung und dann? Sie hätten uns ja schon an der Grenze abfangen können. Dazu ist ja noch bei der Rückreise Gelegenheit. Aber zuerst möchte die Polizei doch sicher erfahren, was wir hier treiben. Und bis jetzt weiß man noch nicht, wo und mit wem unser Kongress hier tagt. Somit kann morgen die Generalversammlung der Kranken- und Sterbekassen deutscher Arbeitervereine in der Schweiz eröffnet werden. Ja, ihr lacht, Genossen, über die Umstände.
Aber ohne das Organisationstalent unseres Genossen Motteler wären wir nie so weit gekommen. Schon, dass dieser Kongress überhaupt stattfindet, setzt ein Zeichen. Ich zeige euch erstmal die Quartiere und wünsche euch allen einen glücklichen Verlauf. Schloss Wieden freut sich auf seine erlauchten Gäste. Hätten sich die Ritterleutnant träumen lassen, dass ein Sozialisten durch ihre Gebäude. Das erinnert mich an meine Wanderjahre als Handwerksbursche. Und mich an die Nachtlager in der Revolutionsarmee. Wie lange ist das her? Über 30 Jahre. Und es ist immer noch derselbe Feind. Derselbe Krieg. Hier, der Rittersaal wird noch für die morgige Eröffnung vorbereitet. Nett von euch. Oho, schon gegen Kritik gepanzert, lieber Bernstein. Für einen Redakteur eine recht unbewegliche Rüstung. Erschwerte Kritik hat mir zu viel Rost angesetzt. Das wurde kaum aus der Scheide gebracht werden. Dadurch bohre ich mich doch lieber selbstkritisch. Aha, mit dem Federkiel. Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Heile stand sie wissen, ein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Wohlklang, welche Harmonie. Und darum sage ich euch, Genossen, in aller Gemütlichkeit, der größte Bockmist war im Gotha-Programm der Satz, die Partei kämpft mit gesetzlichen Mitteln um den Sozialismus. Vor 5 Jahren trauten wir uns die Kraft zu, unsere Sache auf geistigem Gebiet zu erreichen. Eine legale Partei kämpft auch mit legalen Mitteln. Und trotzdem verstößt inzwischen alles, was wir auch tun, gegen das Gesetz. Ein Grund mehr, sich nicht an alten Formulierungen zu stoßen. Wozu der Feind uns stempelt, ist das eine. Wozu wir selbst uns bekennen, etwas ganz anderes. Und darum müssen wir unser Programm endlich korrigieren. Ja, raus mit dem Passus von den gesetzlichen Mitteln. Dann heißt es unmissverständlich, wir kämpfen um den Sozialismus, um die politische Macht. Das wäre aber höchst unklug. Unter den augenblicklichen Bedingungen. Eine Partei, die in jeder neuen Situation ständig ihre Grundsätze ändert. Aber Karl Marx sagt, die proletarische Revolution unterscheidet sich von den schnellen Erfolgseffekten und Ekstasen der bürgerlichen Revolution dadurch, dass sie sich beständig selbst korrigiert. Ihre Schwächen und Halbheiten. Und, ich zitiere weiter, sich so ständig im eigenen Lauf unterbricht, immer wieder von Neuem beginnen, bis die Situation wirklich reif ist zum letzten Gefecht. Zitat Ende. Keine Grundsätze ändern, sondern Erkenntnisse gewinnen. Und die müssen wir der Öffentlichkeit kundtun. Wir dürfen uns nicht abdrängen lassen in die Geheimbündelei. Denn Revolutionen werden nur von den Massen zum Siege gebracht. Von diesem Kongress aus muss die Partei geschlossen und gefestigt den Prozess der Klärung antreten. Klarheit. In der Partei. Klarheit über die Partei. Da kommt was. Mein lieber Fürst. Kennen Sie das da? Jawohl, Majestät. Erfahren auf diese Weise, dass die Roten einen... Wie heißt das... einen Parteikongress durchgeführt haben. Warum haben Sie keine Schritte bei der Schweizer Regierung unternommen? Majestät, ich habe es leider nicht gewusst. Ich bitte Sie, Fürst. Keiner wusste es, Majestät.
Auch der Innenminister nicht? Herr von Eulenburg verfügt über ein Heer von Polizisten und Spitzeln, aber Herr von Eulenburg weiß von nichts. Da hat uns der Eulenburg ja einen schlechten Dienst erwiesen. Zu dumm von dem Mann. Seine Dummheiten häufen sich in letzter Zeit. Sie meinen, wir brauchen einen anderen Innenminister? Der entschlossen ist, die Sozialisten mit Säbel und Geist zu bekämpfen, Majestät. Ich denke an Herrn von Puttkammer. Der Puttkammer, ja. Der hat Geist. Der hat doch mal gesagt, Preußen ist der besondere Liebling Gottes. Ja, derselbe. Na, da soll er doch Innenminister werden. Großvater? Sie erlauben, dass ich mich entferne? Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Leidenschaftlicher Jäger, der Junge. Wird noch manchen Bock schießen. Natürlich ist es mit dem Wechsel des Innenministers nicht getan. Wir müssen etwas tun von dem, was die Sozialisten versprechen. Ja? Herr Bebel, da ist so ein Herr, der... Nee, ein Geheimer ist er nicht. Aber ein Genosse auch nicht. Ja, kommen Sie rein. Alaska. Guten Tag, Herr Bebel. Guten Tag, bitte. Okay. Danke. Darf ich Ihnen einen Tee? Danke. Das Herz, wissen Sie. Es wird Sie verwundern, Herr Bebel, dass ausgerechnet ich... Ich habe Sie als einen Mann mit lauteren Absichten immer geachtet, Herr Lasker, auch wenn wir politische Gegner sind. Und ich Sie einst mit dem Knüppel schlagen wollte. Öffnen Sie bitte. Für Ihre verfolgten Genossen. Ich habe es gesammelt. Unter Freunden. Unter Freunden meiner Partei. Ja, Herr Bebel. Es gibt auch unter meinen Parteifreunden inzwischen. Deutschland ist zu einem Polizeistaat geworden. Und ich habe dazu beigetragen, als ich dem Ausnahmegesetz zustimmte. Ich werde dieses Land verlassen, sofern das mein... Wenn das mein Herz noch mitmacht. Ich kann hier nicht mehr atmen. Ja. Ich danke Ihnen, Herr Lasker, im Namen meiner verfolgten Genossen. Leben Sie wohl. Bonne chance. Was war denn das für einer? Es gibt Liberale, die den Bismarck schon mehr fürchten als den Bebel. Dasselbe Wasser macht die Hühner weich und die Eier hart. Die Lage der Arbeiter verbessern?
Eine Sozialgesetzgebung? Auch Schritt für Schritt. Und wer soll das bezahlen? Erstens die Arbeiter selber. Ja, die werden sich schön bedanken. Zweitens? Woher sollen sie es denn nehmen? Zweitens der Staat. Die steigenden Militärausgaben belasten den Staat dermaßen. Der Staat muss eben zusätzliche Geldquellen erschließen. Ich denke da an die Erhöhung der Steuern für Salz, Brot, Tabak und Bier. Versteuerung von Salz, Tabak, Brot und Bier, das erbittert die niederen Klassen noch mehr. Da empfehle ich, Exzellenz, doch Ihre alten Pläne zur Verstaatlichung der Eisenbahnen wieder aufzunehmen. Das sichert dem Staat kontinuierliche Einnahmen. Aber lieber Baron, daran bin ich schon vor Jahren gescheitert. Wissen Sie noch, wozu sich Bankier Oppenheimer damals verstieg? Er bezeichnete mich glattweg als Kommunisten. Es kommt darauf an, den Aktionären die Verstaatlichung schmackhaft zu machen. Ein Exempel. In den letzten Jahren habe ich für Exzellenz Eisenbahnaktien im Wert von 320.000 Goldmark erworben. Wenn nun der Kanzler Bismarck dem Aktionär Bismarck eine 500.000 Abfindung bieten würde, dann wäre der Aktionär Bismarck durchaus einverstanden, ja, mit einer Verstärkung. Ich kann schon einem Gewinn von 30-40% widerstehen. Sie beginnen mich zu überzeugen. Ihre Sozialgesetzgebung sollen also zur Hälfte die Arbeiter selbst und zur Hälfte der Staat tragen. Drittens würde ich auch die Unternehmer an den Kosten beteiligen. Die Unternehmer? Das finde ich selbstverständlich. Na, ob die Unternehmer das selbstverständlich finden? Sie treffen sie an ihrer empfindlichsten Stelle, am Geldbeutel. Die Unternehmer müssen eins begreifen. Es ist klüger, ein paar Mark für die Arbeiter zu opfern, als eines Tages ihre ganze Fabrik. Hat meine Regierung immer wieder betont, den Sozialismus auch mit positiven Maßnahmen zu bekämpfen. Humanismus und Christentum erfordern eine staatserhaltende Politik, die wir der staatsfeindlichen der Sozialisten entgegensetzen. Das Unfallschutzgesetz ist ein erster Schritt auf diesem Wege und Deutschland das erste Land auf der Welt, das den Arbeitern Schutz und Hilfe gesetzlich garantiert. Die Regierung ist sich der Zustimmung aller zu diesem humanen Werk sicher. Die konservative Partei wird diesen Gesetzentwurf ablehnen. Keine Form der Regierung, keine Gesetzgebung und überhaupt keine menschliche Einrichtung werden Not und Elend jemals aus der Welt schaffen. Sie sind zwingende Elemente in Gottes Weltordnung. Will der Herr Reichskanzler jetzt den Weg des Sozialismus beschreiten? Vergleichen Sie diese Gesetzesvorlage mit den Reden des Herrn Beblos im Jahre 1879. Sie werden wörtliche, ich wiederhole, wörtliche Übereinstimmungen finden. Die Unternehmer sollen sich finanziell am Unfallschutz beteiligen. Weiß die Regierung, was das bedeutet? Den Ruin unserer Wirtschaft. Wir Nationalliberalen lehnen dieses Gesetz ab. Herr von Bennigsen hat völlig recht. Die Sozialisten sind in der Tat die Urheber dieses Gesetzes. Im Gegensatz zu den Liberalen und Konservativen werden wir deshalb nicht gegen dieses Gesetz stimmen. Wissen Sie, Herr Reichskanzler, im weiteren Verlauf Ihrer Tätigkeit können Sie uns ruhig noch ein paar Dutzend dieser positiven Maßnahmen gegen uns einbringen. Trotzdem muss dieses Gesetz selbst noch verbessert werden. Es muss Geltung bekommen, nicht nur für die Arbeiter in der Industrie, sondern auch auf dem Lande und in den Handwerksbetrieben. Und wir lehnen es ab, dass sich die Arbeiter an den Kosten beteiligen sollen. Wir lehnen es ebenso ab, dass sich der Staat daran beteiligt und damit den Unternehmern Geschenke macht.
Die Unternehmer sollen die Versicherung allein bezahlen. Sie kaufen die menschliche Arbeitskraft und haben deshalb auch für ihre Erhaltung zu sorgen. Und die Folgen? Die Industrie geht kaputt. Wir sind dem Ausland gegenüber nicht mehr konkurrenzfähig. Es führt zu Massenarbeitslosigkeit und Krisen und schließlich zur Revolution. Aber das ist es ja, was Sie wollen. Herr von Bennigsen, wir haben nie bestritten, revolutionär zu sein. Ja, unsere Partei ist eine revolutionäre Partei. Deswegen gehört sie nicht ins Parlament. Wir haben versucht, die soziale Frage friedlich zu lösen. Aber das Sozialistengesetz hat uns den gesetzlichen Weg abgeschnitten. Der Herr Reichskanzler weiß sehr genau, dass seine Gewaltpolitik uns nur stärker macht. Nun will er mit halbherzigen Reformen die Arbeiter auf seine Seite bringen. Aber die Arbeiterklasse weiß, das, was sie fordert, das erhält sie nicht vom guten Willen der Bourgeoisie und ihren Regierungen. Das, und sie mögen sich dagegen wehren, wie sie wollen, das erkämpft sie sich allein, aus eigener Kraft. Gegen Sie, meine Herren.